Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video geht es um die Patch Notes für nächste Woche Dienstag, die zusammen mit dem Awakening Collection Event kommen. Wir werden die Patch Notes heute nicht komplett durchgehen, denn vieles davon habe ich schon in anderen Videos besprochen, außerdem ist es auch nicht sonderlich viel. Deswegen ist dieses Patch Notes Video eher eine kleine Zusammenfassung. Wie dem auch sei, würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt schon mit den Patch Notes an. Die ersten Sachen, auf die ich gar nicht weiter eingehen werde, da wir wie gesagt schon intensiv darüber gesprochen haben, sind das neue Lifeline Town Takeover, die Skins, das Blitz-Event und das Erbstück für Valk. Weiterhin bekommen wir auch den Kontrollmodus zurück. Er wird natürlich so lange bleiben, wie auch das Collection-Event bleibt, also 2 Wochen lang. Außerdem werden wir die 3 Maps, die wir jetzt aktuell in der normalen Rotation haben, auch im Kontrollmodus haben, also Hydrant der Welt, Olympus und Stormpunkt. Es wurde auf jeden Fall auch noch einiges geändert, aber das ist wirklich eine Riesenmenge und es sind hauptsächlich halt so eher kleinere Sachen, deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal genauer drauf eingehen. Wenn ihr das selber nochmal genauer wissen wollt, nochmal euch durchlesen wollt, was genau geändert wird, ich packe euch auf jeden Fall einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr allgemein die ganzen Patch Notes nochmal einsehen könnt. Nun bekommen wir natürlich auch wieder einen Event Store, in dem wir verschiedene Skins angeboten bekommen. Hier haben wir als erstes natürlich die beiden Bundles, in denen wir 2 der Event-Skins zusammen mit insgesamt 10 Packs bekommen und weiterhin bekommen wir auch noch ein paar andere Skins, eben andere Skins aus alten Events. Nun kommen wir zu den ganzen Spielbalances, also sowas wie Buffs und Nerfs. Hier haben wir als erstes, dass die R301 und die Rampage aus dem Replikator entfernt werden, dafür gehen die Wingman und die KSMG in den Replikator. Die Waffen bleiben wie immer unverändert, also sie werden nicht gebufft und auch nicht genervt. Bei dem goldenen Bogen wird außerdem das Visier zu einem Dreifachvisier geändert. Das heißt, wenn wir den goldenen Bogen aufheben, haben wir jetzt ein Dreiervisier direkt drauf. Mirages Köder, die man in der Luft zünden kann, soll immer nur dann genutzt werden, wenn man gerade aus dem Schiff springt. Das wird jetzt aber geändert. Man kann sie jetzt nämlich auch benutzen, wenn man im Skydive von Valks Ulti ist. Nun haben wir die wohl größte Legendenüberarbeitung und zwar für Lifeline. Bei Lifeline werden wirklich alle 3 Fähigkeiten komplett überarbeitet, beziehungsweise nicht komplett überarbeitet, aber an jeder Fähigkeit wird auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Darüber haben wir auch schon genauer gesprochen, aber ich gehe trotzdem nochmal ganz kurz darauf ein. Und zwar der Spieler, der von Lifeline gerade hochgeholt wird, nun zukünftig die Option, die Wiederbelebung selbst abzubrechen. Das ist eben gut, wenn man zum Beispiel gefinisht wird oder so. Die Heidrohne kann nun zukünftig statt 150 Leben unendlich viel Leben regenerieren. Die Dauer der Drohne, also wie lange sie da ist, ist aber immer noch bei 20 Sekunden. Außerdem wurde der Heilungsradius verdoppelt, das heißt, man kann jetzt locker so 10 Meter oder so von der Drohne wegstehen und man wird immer noch geheilt. Zuletzt dann auch noch eine Änderung für das Care-Paket und zwar die Abklingzeit wurde von 5 Minuten auf 3,5 Minuten verringert. Man bekommt nun zukünftig statt 2 Schildzellen immer eine Schildbatterie und zuletzt gibt es keinen blauen Strahl mal beim ersten Abwurf, aber es wird trotzdem noch angezeigt, nachdem das Care-Paket gelandet ist. Also das macht wahrscheinlich nicht sonderlich viel aus, denn sobald das Care-Paket gelandet ist, wie gesagt, sieht man halt den Streifen dann doch noch. Nur halt nicht, wenn das Care-Paket gerade nach unten fliegt. Außerdem etwas finde ich extrem Wichtiges, wo ich mir eigentlich dachte, dass das diese Season nicht mehr kommt, und zwar eine Änderung an Ranked. Es war diese Season wirklich absoluter Krampf, also ich finde, man konnte diese Season fast überhaupt gar kein Ranked zocken, auch wenn man ein bisschen aggressiver unterwegs war. Ich hatte es so oft, dass ich am Anfang vielleicht mal so 4-5 KP hatte, aber trotzdem noch irgendwas bei minus 35 bis minus 40 Punkte oder so bekommen habe, weil man durch einen KP halt nur einen Punkt bekommt, solange man noch nicht in der Top 13 ist. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass das nochmal ein bisschen überarbeitet wird. Aber dazu direkt wird, glaube ich, nichts geändert, also da steht auf jeden Fall nichts von hier. Wie dem auch sei, ist die Split-Zurücksetzung ab nun nicht mehr ganz so hoch, also man wird nicht 6 einzelne Ränge, sondern nur noch 4 einzelne Ränge zurückgesetzt. Außerdem wird die Teilnahmegebühr auch verringert und zwar um minus 10 Punkte pro Rang. Weiterhin bekommt man nun zukünftig mehr Punkte für viele Eliminierungen. Also hier anhand dieser Tabelle kann man sehr gut sehen, was denn genau damit gemeint ist. Man bekommt halt bei den Plätzen 10 bis 12 und 7 bis 9 deutlich mehr Punkte für die Eliminierungen und ist dann nicht mit so wenig Punkten da. Also wenn man angenommen viele KP hat, dann lohnen sich diese KP auch schon etwas früher. Zwar nicht, wenn man Platz 14 oder höher ist, aber immerhin schon mal ab Top 12, das ist ja auch schon mal gut. Außerdem wird man zukünftig mehr Punkte bekommen, wenn man Spieler tötet, die ein paar Ränge oder einen Rang über euch sind. Hier sieht man das auch nochmal ordentlich, also es macht schon einen großen Unterschied.
Aber ja, das war soweit eigentlich auch schon alles. Wir haben jetzt natürlich wieder einen Haufen Bugfixes. Also, wenn ihr euch das nochmal genauer durchlesen wollt, dann, wie gesagt, ich habe euch einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Dort könnt ihr euch alles nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Ich mache das immer nicht in den Videos, weil es einfach viel zu lange dauern würde. Dann würde das Video locker 30, 40 Minuten oder so gehen, weil es wirklich immer eine Menge ist. Also so eine Menge Kleinkram auch, was halt gefixt wird. Wie dem auch sei, war es das wie gesagt dann soweit auch mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Lasst mir sehr gerne noch eine Bewertung und sehr gerne auch Feedback in den Kommentaren da. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.